Ich bin die Mau von der Mount Everest. Na klar, was denkst du, wer du bist? Du musst hier von der Zugspitze weg. Ach so. Kammerwinga kommt auf jeden Fall mal rein. Oh Jungs, wir könnten natürlich auch Silas einbauen, unsere Silberkarte. Rainer behalten, ja. Und könnten vielleicht darauf hoffen, dass Silas, weil EA hatte den ja gepostet, zu den Future Stars kommt. Genau, meine ich ja. Wir könnten den lassen und könnten unseren Silberwammi einbauen. Hallo, brauchen den für Wammi? Ja, ich seh's doch, Alter. Und könnten jetzt in unser Team Wammi Silber einbauen. Wenn er kommt, können wir ihn gerade tauschen. Deswegen, Achtung, wir gehen mal hier 4-3-3. 4-3-3. Digga, das hört mal da, macht mich aggressiv. So, dann können wir den erstmal hier reinstellen. Wir müssten halt nur gucken. Boah, wir könnten halt Kammerwinga hier rein. Was gab's noch, wenn wir spielen könnten? Weil einerseits, genau, wir machen nochmal 4-5-1. Moment. Weil einerseits könnten wir natürlich auch. Ja, wir jetzt halt. Ja gut, wir können aber so. Ah, stimmt, Jungs, ihr habt recht. So. Den erstmal hier rein. Die Frage wäre halt. Wir könnten halt noch den von Leipzig spielen. Der sieht halt auch geil aus. Neymar links, der würde halt passen, aber den hatten wir halt erst. Wäre halt richtig dumm, wenn wir den jetzt schon wiederholen würden. Obwohl, wir haben aber nicht ganz gespielt. Dann ist er hier defensiv, dann bräuchten wir halt noch einen Defensiven. Könnte man halt ihn wieder reinstellen, aber... Wäre es halt zumindest so, aber das langt für ihn ja nicht. Ja, der wäre halt auch krass. Aber es langt ja auch dann für Rainer nicht, Freunde. Lars Stindl, Ribéry. Oha, wir könnten Ribéry stellen. Sehr, sehr gute Idee. Sehr, sehr gute Idee. Neymar ist langweilig, ja. Ja, Neymar hatten wir auch eigentlich. Den schmeiße ich raus. Den wollen wir jetzt halt nochmal. Wir holen mal den von Leipzig aus. Wie spricht man den eigentlich genau aus? Ich bin den genau aus. Achtung, Freunde, ich versuch's. Spolzlei. Ach du Scheiße. Ganz, ganz schwieriger Name. Er wäre halt auch krass. Er wäre halt auch geil. Aber dann kriegen wir halt kein Kammerwinga rein. Und auf Kammerwinga habe ich richtig Bock. Sowaslei. Ah, sehr, sehr gut, Robin. Sowaslei. Aber das Problem wird halt. Lost. Wird halt dann schwer mit Kammerwinga. Und auf Kammerwinga hätte ich echt Bock. Bully-Team einfach. Ah, nur Bully-Team, Digga, schickt aber auch nicht. Aber 4-3-3 ist, glaube ich, einfacher, oder? 4-3-3 ist viel, viel einfacher, Jungs. Guck mal, da können wir so, dann hätten wir es schon mal. Dann hätten wir das auf jeden Fall schon mal. Rainer ist nicht auf Full Cam. Ja, deswegen gucken wir doch gerade. Die Frage wäre halt. Ja, da können wir halt Leimer stellen. Die Frage wäre halt, als was kommt Bami? Kommt er als RS, also RF, oder kommt er als ST? Das wäre hier die Frage. Boah, scheiße, haben wir das gerade verkauft. Fuck, der würde jetzt hier wieder gut passen. Super, gerade draufgestellt. Nein, den haben wir gerade draufgestellt. Dest würde halt richtig gut reinpassen, aber dann ist halt auch wegen der Innenverteidigung. Dest, Opara, Digga, Opara? Würde ich fühlen. Gucken wir mal kurz rein. Da ist er doch. Alter, Jungs, würde ich fühlen. Die Seite würde ich fühlen, nur wie baust du halt dann da weiter, ne? Das wird halt schwer. 4-3-3, Icon. Ja, was für eine gute IV-Icon gäbe es denn mal? Oh, krass, da könnten wir... Stimmt, da könnten wir... Hernandez spielen. Oder was gibt's denn? Wir gucken mal, wir könnten Theo Hernandez spielen, aber wir könnten auch mal gucken, was es halt sonst noch so gibt. Vidic Primer testen. Desai, oder Desai hätte ich eigentlich auch mal Bock, aber kann Desai was? Bitte mach 4-3-3 normal. Ja, aber dann wird es für Kammerwinga schwer in der Mitte. Funktioniert nicht. Außer wir stellen halt um. Desai 10 von 10. Theo, guter Mann. Gucken wir, wir machen mal Desai rein. Kommt der mal die Prime-Maschine rein? Plonk mit. Ja, halt Plonk schon in der Mitte. Und dann müssten wir halt hier. Mandy, Varane, Digga, Mandy, Varane wäre halt auch zu wild. Mandy und Varane wäre halt auch zu krank. Ja, moin Meister. Dann müssten wir halt den wieder rein. Was ist denn jetzt hier los? Schmeichel, ja, so ging's halt. Ich weiß es aber nicht, irgendwas fehlt. Hierro, 4-3-3, Kammerwinga, LZM. Stimmt, ging auch. Kursawa LV. Kursawa hatten wir schon mal gespielt, hat mir gar nicht so gefallen. An sich sieht es ja schon geil aus, aber ich finde, irgendwas fehlt. Eigentlich habe ich auch nicht mal unbedingt Bock auf wieder auf Plonk.
Was könnten wir mal da noch spielen, anderes, Freunde? Vidic, Acuna und Thiago Carlos. Roberto Carlos wäre halt auch mal krank. Oh, Thiago Carlos war halt auch heftig. Aber dann wird es halt auch wieder mit Kammerwinger. Obwohl, so würde der passen, ne? Essien vielleicht mal testen. Petit. Essien, wenn wir was. Wie könnten wir es noch bauen? Also, so ging es ja mal auf jeden Fall schon. Carlos Alberto Gattuso. Aua, Rüllet. Wen haben wir denn noch so im Verein? Achtung, ich guck mal kurz, den wir drin haben. Den hätte ich eigentlich auch gerne mal getestet hier. Thiago Dalot. Aber wird auch schwer. Was haben wir denn noch so? Rüllet, Digga. Rüllet wäre halt auch mal krank. Okay, wir hätten noch Zidane, aber den fand ich jetzt. Könnten wir aber auch mal reinholen, ging halt auch. Da fand ich aber hier Plonk stärker. Ja, Del Piero ist ja kein Defensiv. Wir brauchen einen, der defensiv steht. Figo haben wir auch noch. Essien Prime. Wäre halt auch mal krass. Ich guck mal gerade, ob wir noch irgendwas haben, wo wir vielleicht spielen wollten. Delaney. Desai. Boah, Jungs, der wäre halt auch heftig. Aber den kriegen wir halt nicht rein, ne? Ah, doch, guck mal. Er wäre halt auch stark. Da müssten wir nur gucken, wie wir Reyna reinbekommen. Würde ich auch fühlen. Aber dann haben wir halt das Problem hier mit dem Kollegen. Tonali, Dalot, Schweini, Vidic. 4-5-1 dann wird da. Gucken wir mal, ob man dann aber 4-5-1 passt nicht. Guck mal nochmal, 4-5-1. Wird dann aber halt auch wieder schwer, ne? Ja, langt ja auch nicht, Jungs. 4-3-3, die dritte. Gucken wir uns die mal an. Weil dann könnten wir. Ja doch, dann stimmt, dann könnte es gehen. Der Kollege muss dann hier hin. Wami muss hier hin. Ging auf jeden Fall so. Dann müssten wir halt hier was anderes spielen. Der ist Baba. Central Rule Breaker. Und Akanji und Leimer. Achtung, gucken wir mal da. Machen wir dich mal kurz nochmal rüber. Ging natürlich auch. Rainer off. Ja, ja, wir gucken mal kurz. Akanji und Leimer. Leimer war halt eh krass. Gucken wir nach Akanji. Akanji, der gute Mann. Oder Delaney, Freunde. Akanji oder Delaney. Da können die jetzt erstmal wieder raus. Fühle ich ehrlicherweise gesagt auch. Fühle ich ehrlicherweise gesagt mehr. Ich glaube, Delaney haben wir doch sogar in Rot. Oder liege ich da falsch? Ah, das ist ja 84er bloß. Aber den haben wir in manchen Aufnahmen schon gespielt. Da war er gar nicht so schlecht. Nein, ich hab mich verdrückt. Ah, nee, stimmt, der andere ist ja ZDM. Nee, dann bleiben wir bei dem. Varane und Mandy jetzt. Ohne wirklich Varane, Jungs. Varane, Mandy. Ja, der 86er ist ja ZDM. Meint ihr wirklich? Wollen wir wirklich zu so einem Varane-Schwitzer werden? Nein, oder? Tu es nicht. Männer, da fühle ich mich unwohl. Da fühle ich mich persönlich unwohl. Nein, machen wir nicht. Nein, nein, nein. Auf gar keinen Fall. Nein. Nein, wir machen es nicht, Freunde. Longley mit Mandy. Nein, kein Mandy, Digga. Kein Mandy. So, jetzt könnte man natürlich auch hier bauen. Ging. Ging auf jeden Fall. Da könnten wir hier auch ein anderer Torhüter spielen. Müsste jetzt gar nicht. Wir könnten jeden Bundesliga. Wir könnten, Freunde. Aber da sagen einige, dass der absolut scheiße ist. Jetzt Delaney und Kurzawa. Aber Kurzawa, Digga. Wir könnten halt den mal reinmachen. Kurzawa hatten wir schon, der war scheiße. Viele sagen halt, dass Neuer Toti absoluter Schmutz ist. Aber wir könnten ihn halt testen. Neuer so lost. Upamecano wäre halt auch. Ah, da hätte ich sogar richtig Bock drauf, Freunde. Da hätte ich sogar richtig Bock drauf. Was meint ihr so? Was meint ihr so, Freunde? Würde ich irgendwie fühlen. Neuer 10 von 10, Upamecano mit Delaney. Ja, aber das kriegt er hin als IV, oder? So besser. Ja, safe. Vom Feinsten fühle ich auch mehr. Ja, jetzt ist halt die Frage, wenn wir hier außen noch spielen. Spielen wir Hernandez, den haben wir halt schon gespielt. Wami kommt als ST. Gut, dann können wir umbauen. So ist gut, Klosterberg. Wir gucken mal, was hätten wir denn da draußen noch, Freunde? Hernandez wieder spielen. Wir könnten Kurzawa spielen, aber den fand ich jetzt gar nicht so stark. Wir könnten aber halt auch mal Mandy. Nein, es kommt kein Mandy rein. Wir könnten aber auch diesen Kamada mal spielen. Hernandez zu krass. Ja, ich glaube auch, wir bleiben hier bei Hernandez. Und dann ist halt die Frage, bleiben wir hier vorne so, Freunde? Ja, die Frage ist, was machen wir hier vorne? Wir hätten dann also die zwei defensiv. Den forme ich mal um. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich fühle das Team. R9 Prime. Alter Männer, wie heftig wäre das? R9 Prime und Pelé Prime zusammen in einem Team. Das wäre halt echt krank, aber so ein R9 Prime ist halt schon heftig teuer. Obwohl man aber sagen muss, dass zum Beispiel, dass wir
Ribéry bis jetzt immer nur eingewechselt haben, aber der echt Laune gemacht hat. Gaucho Prime, der sieht halt auch lecker aus. Was kostet so ein Gaucho? Wir gucken mal. Ronaldinho Gaucho. Was kostest du? Saint-Maxime ist zu OP. Aber ich glaube, wir bleiben bei Ribéry. Lass doch mal Ribéry die Chance. Neuer ist Schmutz. Aber ich weiß, dass dieser Gaucho halt immer heftig war. Wäre halt auch krass, Freunde. Boah, wäre halt auch krank. Was sagt der hierzu? Einerseits, wir haben bis jetzt nur eine Icon im Team. Aber das Problem ist, ich habe ein bisschen Angst. Sagt's mir, die Prime, Optimus Prime Icons kommen ja bald. Und dann habe ich ein bisschen Angst, dass die sinken. Was kostet denn so ein R9? Boah, 1 Million wäre natürlich krass. Wir nehmen den hier mit, komm. Ansonsten, weil... Okay, das war nochmal ein bisschen günstiger. Komm, scheiß drauf, wir nehmen den günstigeren mit. 80. Da gehe ich rein. Männers, es ist immer dieselbe Scheiße. Jetzt mal ohne Scheiß. EA Sports, wann bekommt ihr es hin, dass man ganz normal sein Team bauen kann? Es fuckt mich so ab.